Hallo, ich bin Lea und ich stehe hier im Wildpark Ekold. Ich möchte heute den Beruf Tierpflegerin erkunden. Da ich aber die Tiere auch bei den Fütterungen nicht erschrecken möchte, werde ich mich diskret im Hintergrund halten. Ich treffe mich dafür mit der Tierpflegerin Annelie. Das ist Annelie. Hallo, mein Name ist Annelie Otten. Ich mache hier im Wildpark meine Ausbildung zur Zootierpflegerin. Und bin jetzt im zweiten Lehrjahr und bin zurzeit für die Säugetiere mitverantwortlich. Und ja, den Beruf Tierpfleger, den wollte ich machen, seit ich hier ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht habe. Da habe ich festgestellt, dass es mir unheimlich viel Spaß macht, draußen zu arbeiten, den Kontakt zu Tieren zu haben und sie zu pflegen und zu versorgen. Der Tag beginnt mit der morgendlichen Besprechung um 7.30 Uhr. Dort werden Aufgaben verteilt und Beobachtungen ausgetauscht. Aber auch der Spaß kommt bei der Arbeit nicht zu kurz. Also ich mag sehr gerne dieses Gefühl, was man hat, wenn man alles sauber gemacht hat. Wenn es den Tieren gut geht, wenn sie zu fressen haben, wenn sie Wasser haben. Man merkt das, wenn die Tiere sich wohlfühlen. Und das mache ich gerne, das gefällt mir. Zurück auf dem Wirtschaftshof bereitet Annelie das nächste Futter vor. Also woran man sich gewöhnen musste, war das Schlachten. Das fiel mir schwerer. Es fällt mir auch immer noch nicht leicht, das wird es auch nie. Aber ich glaube, wenn einem das leicht fällt, Tiere zu schlachten, dann ist Tierpfleger auch nicht unbedingt der richtige Beruf. Das Fahrrad sorgt im Wildpark für die nötige Mobilität. Na komm! Realschulabschluss sollte man schon haben. Und Voraussetzung ist, man sollte halt körperlich fit sein, also gut in Sport, gut in Biologie, natürlich auch Interesse an Biologie. Englisch- und Deutschkenntnisse müssen gut sein. Ja, das ist Taube. Was sind ein paar Träubchen? Als Nachtisch sozusagen Weintrauben. Unsere Füchse ernähren sich nicht nur von Fleisch, das sind so kleine Feinschmecker. Traube, Banane nehmen sie ganz gerne und Erdnüsse. Das ist jetzt Piggledy, der gerade zu mir kommt. Piggledy ist ein bisschen vorsichtiger als sein Bruder Frederik. Wie gesagt, das sind Brüder. Sind auch beide mit der Hand großgezogen worden. Allein deswegen kommen die so nah ran. Das würde ansonsten ein gesunder Fuchs würde das niemals machen. Die sind sehr scheu, sehr vorsichtig und sind nicht ganz so wählerisch wie die Dachse, was es angeht, so wen sie in ihr Gehege lassen und wen nicht. Die Arbeit der Tierpfleger besteht nicht nur, wie die meisten denken, aus Futter herstellen und Füttern der Tiere, sondern ein Großteil besteht aus dem Reinigen, Einrichten und Pflegen der Gehege. Auch der Zuschauer bekommt eine klare Sicht. Als nächstes steht die Baummarderfütterung an. Ich habe hier Fleisch als auch Obst mit dabei. Also unsere Baumarder sind Allesfresser, genauso wie die Baumarder auch in freier Wildbahn. Finja ist im Gegensatz zu Max wesentlich vorsichtiger. Woran das liegt, wissen wir nicht genau. Vielleicht ist sein Hunger größer, vielleicht ist sie einfach, sage ich mal, die Dame und lässt den Mann erstmal gucken, ob alles in Ordnung ist. Guckt sich das erstmal aus der Entfernung an und holt sich dann das Futter. Das restliche Obst verteile ich jetzt noch so ein bisschen im Gehege, damit die auch noch ein bisschen suchen müssen und nicht hier alles so auf dem Präsentierteller vorgesetzt bekommen. Das ist so ein bisschen Beschäftigung für die Marder. Sie müssen ein bisschen klettern, müssen ein bisschen ihre Nase einsetzen und damit versuchen wir so ein bisschen Abwechslung für die hier reinzubringen. Mit dem schwer beladenen E-Mobil muss Annelie spontan die Wasserversorgung der Wildschweine übernehmen,
da die Pumpe defekt ist. Harte körperliche Arbeit wird von den Tierpflegern gefordert. Oh, jetzt geht's los hier. Könntest du? Ich weiß aber auch nicht mehr. Da hat jetzt jemand eine Tupperdose weniger im Schrank. Auch bei sehr vielen Zuschauern muss Annelie die Ruhe bewahren. Nach der Wolfsfütterung werden die Fragen der Besucher beantwortet. Also, wenn man sich hier kurz vor Feierabend hinstellt und abwäscht, kommt in der Regel alle 5 Minuten von einem Kollegen noch was dazu. Deswegen beeile ich mich immer ganz gerne, damit man weg ist, bevor die Kollegen von der Storchrunde wiederkommen mit den ganzen Fischeimern. Ich danke dir für den Tag. Der Beruf Tierpfleger ist anstrengender, als ich dachte. Die ganzen verschiedenen Aspekte in deinem Beruf, die man erfüllen muss, sind sehr aufregend. Ich fand den Tag allgemein sehr spannend. Ich danke dir dafür. Ach bitte, gern geschehen. Habe ich gern gemacht.